Für Porsche beginnt das neue Autojahr in Detroit mit einer Weltpremiere. Die oben ohne Version des 9911 ist auf der North American International Auto Show zum ersten Mal zu sehen. Dass man sich für die Weltpremiere gerade die erste Messe des Jahres in Nordamerika ausgesucht hat, liegt auf der Hand. Der US-Markt ist für Porsche einer der wichtigsten. Die Stuttgarter haben 2011 ein bemerkenswertes Umsatzplus von 15% einfahren können. Trotz des boomenden Marktes in China will Porsche auch im laufenden Jahr in Amerika zulegen. Das 911 Cabrio wird seinen Teil dazu beitragen. Wie beim Coupé auch schon, werden wir auch bei dem Auto den Verbrauch um 15% reduzieren. Darauf sind wir sehr stolz, weil das Auto ja auch zusätzliche Funktionen beinhaltet. Also ich denke, das ist einmal mehr der Beweis, dass sich Porsche auch ökologischen Herausforderungen stellt. Optisch eine wirklich gelungene Neuauflage des Cabrio-Klassikers. Die typische Silhouette ist natürlich geblieben, aber einige Details wurden behutsam verändert. Wenn man sich die Frontpartie genauer anschaut, fällt auf, dass diese flacher geworden ist. Außerdem stehen die Scheinwerfer wieder etwas steiler. Beides war nötig, um einen besseren Fußgängerschutz zu erreichen. Auf Knopfdruck verschwindet das Verdeck innerhalb von 13 Sekunden und gibt den Blick auf den Himmel frei. Neu am Heck ist, dass der bekannte kleine Buckel verschwunden ist. Die Designer haben die makellose Silhouette des Coupés auch beim Cabrio beibehalten. Schon jetzt ist klar, dass dieses Auto bei den Porsche-Kunden nicht nur in Amerika die Herzen höher schlagen lassen wird.